Nehmen Sie Platz. Legen Sie die rechte Hand auf die Bibel, sprechen Sie laut und deutlich. Beruf. Schüttermaler, Liederschreiber, Softwareverkäufer, Gewerkschaftspropagandist, Tirolschnupper, Neuputzer, Barmusiker, Radiohörer, Sendungsgestalter. Waren Sie jemals Mitglied der Kommunistischen Partei der USA? Kolumnist? Kommunist. Volkschronist, Galerist, Aktivist, Gitarrist, Schreibmaschinist. Beantworten Sie meine Frage. Waren Sie jemals Kommunist? Komponist? Konsument, Abstinent, Korrespondent. Kommunist! Fruchtsaftpresser, Rindfleischesser, selbstvergessener Weltverbesserer. Kommunist! Witwetröster, Zwetschgenröster. Auf! Genug! Die USA und die Sowjetunion waren während des Zweiten Weltkriegs Alliierte. Aber schon vor Ende des Krieges zeichnete sich eine Umorientierung ab. Antikommunismus dominierte jetzt die amerikanischen Medien und der Kalte Krieg war eröffnet. Der US-Senat installierte ein Komitee, das feststellen sollte, wo überall auf einflussreichen Posten Kommunisten der USA, der Kommunistischen Partei der USA oder Sympathisanten saßen. Im öffentlichen Dienst, in den Gewerkschaften und auch im Kulturbetrieb. Es entstand eine regelrechte Hexenjagd auf Kulturschaffende. Der Vorsitzende dieses Komitees war Senator Joseph McCarthy. Er gab Listen heraus mit den Namen von subversiven Radikalen. Diese Listen wurden nie auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft. Auf einer dieser Listen stand auch der Name Woody Guthrie. Was mich die alles gefragt haben, linker Flügel, rechter Flügel, es war mir eigentlich alles wurscht. Am ersten noch Händelflügel. Na klar habe ich auf Gewerkschaftsversammlungen gespielt und ich war Redakteur von einer kommunistischen Tageszeitung, habe meine Kolumne gehabt in der Daily People's World und ja, ich habe mich einfach für die einfachen Leute interessiert. Ja. Und rot war ja auf allem mein Konto, die Zahlen auf meinem Konto. Und ungefähr so ist damals zugegangen. Der Stieblein untersagt, jeder Nocker, der ihn ansagt, wer was hat, wird verklagt. Wer ein Buch liest, ist verdächtig, wer was schreibt, gehört in Arrest. Selber schuld, wenn du zu viel warst, selber schuld, wenn du nichts verstehst. Schnaps ist Schnaps und Recht ist Recht. Recht ist Recht, Recht ist Recht. Angst, die daran holst, mir lieber geht's da schlecht. Recht ist Recht. Recht ist Recht. Da heraus wird nix getrunken und da drinnen wird nicht geraucht. Passen Sie auf bei deren Stufen, weil ein Fuß ist schnell verstockt. Bring fort und rings deutlich, halt der Leib, was du in mir riechst. Und ein Recht in Anspruch nehmen ist verbunden wie ein Gesetz. Recht ist Knopf und Schnaps ist Recht. Recht ist Recht. Recht ist Recht. Wenn's dich daran holst, bei dir geht's da schlecht. Recht ist Recht. Recht ist Recht. Wenn ein anderer Ziel nicht strafen muss, ist oft sein fast kriminell. Ist ein Doppelzimmer mitten, dann frag ja in keinem Hotel. Es gibt Regeln gegen die Fresslust und den Schweinefleischverzehr. Es gibt Regeln gegen das Verhungern und gegen Vegetarier. Schnaps ist Schnaps und Recht ist Recht. Recht ist Recht. Recht ist Recht. Wenn's dich daran holst,
selber geht's da schlecht. Recht ist recht, recht ist recht. Ja, nicht singen, ja, nicht tanzen, weil wo kommen wir denn hin? Ja, nichts ausmalen für die Zukunft, nicht einmal als Fantasie. Ohne Lautstark auf was buchen, Randalierer werden bestraft. Wer die Massen agitiert, der riskiert ganz oft. Schnaps ist Schnaps und Recht ist Recht. Recht ist Recht, Recht ist Recht. Wenn's die Tannen heust, mein Lieber, geht's da schlecht. Recht ist Recht. This land is mine, from California to me.
Kinder. Warum? Wann? Wieso? Wann wieder? Und wohin? Aber bitte. Danke. Das war auch nur die Frage. Alle 100 Jahre einmal putzt sie mir die Zähne. Alle 100 Jahre einmal wasch ich mir die Hände. Alle 100 Jahre, alle 100 Jahre. Ehrenburg, wirklich war gut. Singen und Frauen. Die tun immer singen und Frauen. Manche tun nur Frauen, manche tun nur singen. Aber die Kinder, auf die kommt es an. So ist das nämlich. Und nicht zufällig habe ich gefühlte 92 Kinderlieder geschrieben. Ich habe ja selber nur Praxis daheim gehabt. Die Frauen sind mir ja vorgegeben worden, ich habe sie ja nur aufschreiben müssen. Das Geld ist für was Gescheites. Zum Beispiel eine Yacht in der Karibik. Wo geht's gemacht? Für was kriegt der Hausherr sein Gerstel? Ja, ich frag mich nur. Für was kriegt der Hausherr sein Gerstel? Ich frag mich das auch. Sag, warum nerven die meine Fragen so? Jetzt drauf helfen und jetzt gehen wir. Warum gibt's kein Schoko zum Frühstück? Ich frag dich nur. Jetzt haben wir wochenlang nur
Lachs und Kaviar zum Frühstück gehabt. Und warum sollte man das jetzt ändern? Und jetzt gehen wir rüber. Rudi, jetzt hast du einmal warum gefragt. Warum, warum? Sowas tut auf Dauer niemand gut.
wer jung und lebe, der denkt noch nicht an Spur. Wer jung und ledig ist, der denkt noch nicht an Spur. Im goldenen Paradies hast sowieso an Spur und sowas tut auf Dauer niemand gut. Wenn's du verheiratet bist, da kennt nie jeder Wirt. Als jemand das schreit, bestenfalls ein Ding wird. So was du auf Dauer niemand tut. Oschen zu Oschen, Staub zu Staub. Selber schuld, wer einer Frau was glaubt. Hopfen von der Stange an, Rosen vom Spalier. Es hat einen falschen Schlange, einen Ochsen gemacht aus mir. Rudi, du trinkst zu viel, dann zieht er wieder deine Hände. Kein Mensch sollte für sowas eine anständige Gage. Trink nicht so viel. Die ganzen traurigen Lieder, die gehören schon auch dazu. Die sind so nah am Leben wie diese Kaugummi-Symphonien und die Saufenopern. Und wenn einem noch heil ist, dann soll man die Tränen rinnen lassen dürfen. Ja, aber immer die traurigen Lieder und immer die langen Lieder. Dir fällt ja noch der 13. traurigen Strophen, die 14. und die 15. ein. Henker ohne Schnier, das war auch der Skandal. Ein Denker ohne Vier, das war auch abnormal. Kein Doktor und kein Bruder bringt mich ins Irrenhaus. Ich halt mich an meinen Koder und jeder kennt sie aus und aus und aus und jeder kennt sie aus und aus und aus und jeder kennt sie aus und aus. Hast du recht, Rudi? Hast du eigentlich recht? Ja, und ich lass mir meine Tränen nicht nehmen. Rudi, zahlen! Nächstes Mal! Kollege Huntington,
Veitstanz-Schüttler-Syndrom. Chorea-Huntington ist eine seltene, vererbte Erkrankung des Zentralnervensystems, die meist zwischen dem 35. und 45. Lebensjahr ausbricht. Aufgrund einer Genveränderung kommt es zu Fehlfunktionen im Gehirn. Diese gehen mit Bewegungsauffälligkeiten wie spontanen zeitweisen Muskelzuckungen oder mit Verhaltensstörungen und anderen neurologischen Veränderungen einher. Persönlichkeitsveränderungen und Depressionen treten auf. In der Folge auch motorische Störungen. Unwillkürliche Bewegungen der Extremitäten, ein Zusammenziehen der Muskulatur im Gesicht, Störungen beim Sprechen, Schlucken oder Gehen, ungewöhnliche, spontane Verkrampfungen der Gesichtsmuskeln oder torkelnder Gang sind die Leitsymptome. Aus heutiger Sicht ist die Krankheit nicht heilbar. Es gibt Lieder, die machen dich winzig und schwach und rechnen dafür, was du kannst. Die nehmen der Freude an der eigenen Sprache und verspotten die Art, wie du tanzt. Wenn ich sowas singe, ich mache Karriere, für solche Lieder sing ich nimmer mehr. Es gibt Lieder, die gehen da das ungute Gefühl, als war das von Haus aus nichts wert. Und ein Opfer in einem grausamen Spiel und hoffnungslos deppert und gestört. Die lachen die aus, wenn's die einmal da stehst. Solche Lieder, wo sie wie die Best. Ich sperr meine Urne, was auf Angst von mir. Da hör ich aufs Gas und aufs Bier. Wirst arbeitest, wirst tranzt und was trinkst bei mir. Was zählt, dass die einsetzt dafür? Es sind dann die Töne, die hör ich immer an. So möchte ich schreien, solange ich noch kann. Waren die italienischen Anarchisten Nicola Sacco und Bartolomeo Vanzetti hingerichtet worden.
Die Anklage lautete auf bewaffneter Raubüberfall mit tödlichem Ausgang. Die Geschichte war innerhalb der linken und demokratischen Öffentlichkeit bekannt. Der Schuhmacher Sacco und der Fischhändler Vanzetti galten als Märtyrer, die von einer korrupten Justiz zum Objekten des Fremdenhasses und zu Opfern der Furcht vor Radikal gemacht wurden. Der linke Plattenproduzent Mo Ash bot Guthrie 1945 eine Gage von mehreren hundert Dollars für eine gründliche künstlerische Dokumentation des Falls. Guthrie kannte die Geschichte im Wesentlichen und teilte die Empörung. Da er nur unter Geldmangel litt, nahm er den Auftrag von Mo Ash an. Woody Guthrie hatte die unglaubliche Gabe, Lieder gewissermaßen aus dem Ärmel zu schütteln. Der Zyklus mit Sacco und Vanzetti-Songs war jedoch eine Herausforderung, die Guthrie mehrmals zur Verzweiflung trieb. 1946 schrieb er an seinen Plattenproduzenten: Ich weigere mich, diesen Song zu schreiben, solange ich nicht nüchtern bin. Ich glaube, ich befinde mich in einem ewigen Dauerrausch. Die Lieder wurden erst 1960, also 13 Jahre nach den Studioaufnahmen, veröffentlicht. Ich stell mir so vor, Vanzetti und Sacco schauen oben und machen sich Sorgen um die Erde. Da kommt ihnen nämlich so manches bekannt vor, zu führend wie damals, also verkehrt. O Christmas Quadro, hast das ist ein Sandler, seidenes Quadro, hast wo das gestohlen. Wer alles am Schädel hat, dieser Verschwender, wer spart, den sollte das Spare froh holen. Wer nix wie Ruchel tief für den Schuss haben, wer alle wie oben zahlt, der ist ein Schuft. Wer immer nüchtern ist, der kennt keinen Spaß nicht. Und wer ein Stamperl trinkt, der ist ein Psuf. Blatt ist nur einer, der wusste sich nicht zurückholt. Dünn ist nur einer, der wusste sich nichts gut. Lachen ist oft nur ein Zeichen von Blödheit. Und wer sich beschwert, ist ein bugelter Hund. Wer Schwarzarbeit macht, der ist ein Schmarotzer. Wer Lohnarbeit macht, unterstützt das System. Wer Arbeit tut, tut in der ist ein Spüler. Wer nicht spürt, kann auch nichts gewinnen im Leben. Vanzetti und Sacco tut oben auf der Wolke. Ist wurscht, ob ein Bettel, arm war oder reich. Nur da herum da ist alles beim Alten. Ich bet's ja mich selten, aber von dann für euch. Weil nämlich die Schöpfer, die Hackler, die Denker in Amerika grad wie anderswo. Die fangen nichts an mit einem Weihrauch von Schwenker. Die brauchen so grenzbrave Leid wie euch zwei.
Viele können sich das vielleicht gar nicht vorstellen. Aber der Mann hat jeden Tag in seinem Leben irgendetwas geschrieben. Nicht nur jeden Tag, jede Minute jeden Tag. Ist es jetzt wegwand? Ist es jetzt wegwand? Erst wann es durchschließt, wird's langsam lebend. Mein Hand sucht der Hand, der Hand sucht mein Hand. In der Wunderwelt, der was uns kehrt. Der ist Privatgrund, das Kind bin der, die Hinterseher. Ist das wunderiert, das muss ich hier. Ist das jetzt Mehrstrand, ist das jetzt Mehrstrand, erst wann das du verstehst, jetzt langsam leer. Guthrie.
Mehrmalige Anhaltungen wegen Vagabondage und Bettelei. Anstiftung zur gewerkschaftlichen Aufruhr. Beihilfe zu nicht genehmigten Streiks. Missachtung von Privatbesitz. Eigenmächtiges Aneignen von geistigem Eigentum. Aufforderung zu vorauseilendem Ungehorsam. Nicht beglichene Kreditraten. Beugung der englischen Grammatik. Verführung Minderjähriger zu eigenem Denken. Verhöhnung althergebrachter Werte und Kunstformen. Verwendung obszöner Ausdrücke im privaten Briefverkehr. Brandreden gegen Waffengebrauch getarnt als Lieder. Missbräuchliche Verwendung von Musikgeräten als Waffen. Exzessive Behandlung von eigenen und fremden Schreibmaschinen. In Anspruchnahme der verfassungsmäßig garantierten Redefreiheit. Unterstützung der KP der USA. Öffentlich demonstrierte Nikotinsucht. Alkoholabhängigkeit besonders bezüglich Rotwein. Üble Nachrede gegenüber Polizei und privaten Schlägertrupps. Verleumdung von Faschisten als Faschisten. Verherrlichung von einsamen Kämpfernaturen. Heroisierung von Gesetzesbrechern. Untergrabung von Hygiene, Moral und Anstand. Als mildernde Umstände wurden geltend gemacht. Frühe Einweisung der Mutter in eine Nervenheilanstalt. Verlust einer Schwester durch Brandunfall. Verlust einer Tochter und eines Sohns durch Verkehrsunfälle. Erkrankung an Chorea Huntington und dadurch entstandene progressive Lähmung. In Anbetracht der oben erwähnten Tatbestände und mildernden Umstände ergeht folgendes Urteil. Woodrow Wilson Guthrie ist erwiesenermaßen als unverbesserlicher Wiederholungstäter anzusehen. Und ergeht der Wahrspruch in dreifacher Ausfertigung an das FBI zur gütigen Weiterleitung, an alle öffentlichen und geheimen Sicherheitsorgane und privaten Raufbolde. Dem Antrag auf gnädiges Vergessen durch das öffentliche Bewusstsein wird nicht stattgegeben. Meine Brüder, bei meinen Schwestern, war mir die Lieder, Abschied von gestern, hör ich den Chor dann, vielleicht ein Jahr lang, in Sand von der Erd, die aus uns kehrt. Ist es jetzt dein Land, ist es jetzt mein Land, erst dann
verändert. Wir sind mehr geworden, das ist ja ganz schön. Und dann sagen wir, wir sind jetzt mehr. Wo sind denn die mehr? Mehr? Einer ist da, gut. Ein mehr ist da. Wir haben uns natürlich gefragt, in der ganzen Vorbereitungszeit für diese Collage, wie war das, wenn der Rudi wirklich ein Wiener war und 2018 lebte, was die da machen? Also Muren war er wahrscheinlich irgendwo auf einer Demo, nehme ich an. Und den vielleicht sowas singen wie das folgende. Die Ruhe der Straßen kann der roten Teppich aus, weil meine Knie, die sind nicht aus der Bier. Nee, es ist nicht für meine Knie. Nee, es ist nicht für meine Knie. Nee, es ist nicht für meine Knie. Für meine Knie, die sind nicht aus der Bier. Da gibt's an eure Buller, in den Hosen und den Knies, da lernt am Gott zum Urkalis, wenn er nicht mehr, die sind im Wort dafür. Nee, es ist nicht für meine Frieden. Nee, es ist nicht für meine Frieden. Nee, es ist nicht für meine Frieden. Für meine Frieden ist an der Wort dafür. Yeah.
Spielen wir noch eins. Spielen wir noch eins. Recht ist recht, recht ist recht. Da tun wir zu besoffen.
vorne kommen. Haben wir mal nachgelesen, wofür wir gesammelt haben? Nein. Nicht für uns. Na bitte, sag ein paar Worte. Okay. Also es gibt in Thessaloniki eine sogenannte Soli-Klinik, die sich auf der einen Seite gewerkschaftlich orientiert, in einer Zeit, in der sehr viele Leute, vor allem der Arbeitslose, ausgesteuert sind und keine Sozialversicherung mehr haben. Das heißt, einmal Zahnweh ist eine Katastrophe. Sie sind also nicht nur medizinisch unterwegs, sondern auch politisch aktiv, antifaschistisch aktiv, sehen sich als Sozialklinik und ja, und für die haben wir halt gesammelt.